Hallöchen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich einen Haselnuss-Nougat-Pudding ausprobieren. Ja, wenn ihr da auch drauf Lust habt, dann bleibt doch einfach dran, dann kochen wir ihn jetzt gemeinsam. Als erstes brauchen wir so Haselnuss-Nougat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so verpackt. Ja, da habe ich mir jetzt schon mal 50 Gramm in so kleine Stückchen geschnitten und die werde ich jetzt versuchen klein zu schreddern. Also ist mein erster Versuch. Ich weiß nicht, ob es gelingt. Wir machen jetzt einfach mal 10 Sekunden auf der Stufe 8. Ja, ist auf jeden Fall schon mal so ein bisschen klein gehackt. Unser Nougat. Oh, riecht schon richtig so. Oh, so ein bisschen Nutella-mäßig. Bin schon echt gespannt. So, dann geben wir 500 Gramm Milch dazu. Ding gemacht. Ein Ei. Gramm Zucker. Und 20 Gramm Speisestärke. Jo. Das war's. Jetzt habe ich natürlich noch was vergessen. Wir brauchen ja noch unseren Schmetterlingsaufsatz. Hier unseren Rühraufsatz. Den muss ich jetzt hier noch drauf quetschen. Habe ich vergessen. So, passt das? Ja, gut. Jetzt haben wir ja alles drin. Deswegen machen wir unseren Deckel wieder drauf. Richtig rum natürlich. So, und jetzt probiere ich das. Ich mache jetzt mal 6,5 Minuten. 100 Grad. Haltbar. 100 Grad. Stufe 2 bis 3. Also so zwischen 2 und 3. So, mein Lieben. Ich habe jetzt den Pudding fertig gekocht. Bin hier schon am Schlecken und am Probieren. Schmeckt wirklich lecker. So richtig. Ja, Haselnuss-Nougat-Pudding, also gar kein Schoko-Nougat-Pudding, sondern Haselnuss-Nougat-Pudding. Richtig lecker. Doch. Ich bin mal gespannt, was meine Kinder sagen. Ich muss hier noch ein bisschen Mixtopf leer kratzen. Weil es ist wirklich lecker. Also, ich kann es euch nur empfehlen. Mir schmeckt es. Und wenn ihr es auch gerne mal ausprobieren möchtet, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Lasst es euch hinterher schmecken. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.